Einige Themen im Bereich der Digitalisierung sind nicht nur aktuell besonders gefragt, sie gewinnen zukünftig auch an Bedeutung. Gerade der Bereich der künstlichen Intelligenz, KI in der Abkürzung oder AI, Artificial Intelligence auf Englisch, ist ein enormes Entwicklungsfeld im Bereich der Digitalisierung, das uns jetzt schon überall begegnet, in der Industrie, im Straßenverkehr, in vielen anderen Bereichen unseres täglichen Lebens, zum Beispiel, wenn wir Zeichen- oder Texterkennung haben, Bilderkennung, Spracherkennung. Wer kennt heutzutage nicht Alexa? Individuelle Aussteuerung von Werbung begegnen wir auch täglich auf sozialen Netzwerken, automatisierte Übersetzung, Navigationssysteme, Autovervollständigung, Korrekturvorschläge bei Suchvorgängen bis zum autonomen Fahren, was uns das Thema auch in den nächsten Jahren sicherlich begleiten wird. Maschinelles Lernen ist ein Begriff, der oft synonym zu KI verwendet wird, Machine Learning auf Englisch. Und Machine Learning optimiert unter anderem die Datenaufbereitung und Datenverwaltung bei großen Analysen. Bereits seit einigen Jahren gelten Daten als der wichtige Rohstoff in der digitalen Transformation. Und ich bin davon überzeugt, dass auch in den kommenden Jahren die Bedeutung von Daten auch weiter zunehmen wird. Das, glaube ich, wird der Fall sein, auch bei Cloud-basierten Plattformen. Und auch die Art, wie wir Menschen die Welt wahrnehmen und mit ihr interagieren, verändert sich und wird sich weiterhin noch verändern. Durch Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality sind wir immer öfter und immer länger mit einer neuen virtuellen Welt auch verbunden. Ein Raum kann demnach eine physische oder eine digitale Umgebung sein. Das haben wir auch durch die Pandemie in den letzten 1,5 Jahren des digitalen Arbeitens vermehrt auch gelernt. Aber in einen intelligenten Raum kommen der Mensch und das Internet of Things noch intensiver zusammen. Auch Blockchain-Anwendungen gewinnen an Bedeutung, zum Beispiel Transaktionen, in der sensible Daten und Informationen für jeden der entsprechenden Akteurinnen und Akteuren gesichert, einsehbar und überprüfbar gespeichert werden müssen. Das so einige Beispiele, welche Technologien in Zukunft auch Einfluss haben werden auf unser tägliches Leben.